Glückskammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Links abbiegen in die Straße von Jazine. Ja, da hoch. Bitte folgen. Sind die sicher, dass das hier ist? Oh mein Gott, wir sind angekommen. Das Ziel liegt links. Als wir am späten Nachmittag angekommen sind, waren nur noch sehr, sehr wenige Plätze frei und die waren einfach zu klein. Geht auch so. Das ist alles viel zu klein. Also mussten wir wieder unverrichteter Dinge zurückfahren. Problem ist, dass die Plätze alle viel zu klein sind und es gibt auch nur noch 5. Hätten wir mal reservieren sollen. Schade, denn auch das Restaurant am Platz soll eine authentische dalmatinische Küche anbieten. Und das war ein großer Wunsch von mir, dass wir an dem heutigen Tag so richtig schön authentisch essen. Der Olivia Green Campingplatz ist 2021 eröffnet worden und das Prinzip des Campingplatzes ist vor allen Dingen Natur und Nachhaltigkeit vereint mit Luxus. Das ist ja Hammer. Der Campingplatz Olivia Green liegt bei Tisno, direkt an der Adriaküste im Herzen Dalmatiens. Und wer diese Gegend kennt, der weiß, dort befindet sich auch Murta. Und auf der Insel Murta gibt es wirklich die schönsten Strände. Und da das schon lange auf meiner Wunschliste war, dachte ich einfach so, dann fahren wir doch jetzt einfach weiter. Ist ja Nebensaison. Wir werden schon ein Plätzchen finden. Also, jetzt haben wir hier ein Angebot bekommen. Ey, ich glaub es nicht. Ich sag ja, heute ist Abenteuer. Das Hotel ist jetzt sozusagen verwaist. Hier ist die komplette Baustelle. Und wir können uns hier oben hinstellen. Ey, da bin ich mal gespannt. Schakale inbegriffen. Wo soll denn hier Wasser und Strom sein? Ach, Schatz, das glaubst du doch nicht. Aber du hast hier einen mega Blick. Ey, hör mal, aber ich kann doch nicht hier. Wo soll denn hier Wasser und Strom sein? Jetzt gehen wir mal in die City was essen. So, Schatz, komm, wo ist denn dein Wein? Hast du, nee, du hast ein Bier bestellt, ne? Vom Fass? Komm, jetzt schütt dir mal was Wein ein, damit, Wasser ein, damit wir hier mal anstoßen können. Ey, das war so ein aufregender Tag. Jetzt haben wir eine Fischplatte bestellt. Das erste Mal endlich essen. In Kroatien. Also essen im Restaurant. Oh mein Gott! Ich hab kommen lassen. Was kommen lassen? Hör mal, die Platte ist so riesig. Das kriegen wir nicht auf. Vor allen Dingen sind ja so Sachen dabei, die du nicht isst. Ne? Ich sehe gar keinen Tintenfisch. Doch, da. Manchmal braucht es ja den berühmten zweiten Blick. Also sind wir wieder runter zum Wohnmobilstellplatz gegangen und mittlerweile fanden wir den richtig gut. Der Stellplatz in Murta ist einfach, aber funktional. Man kann wunderbar mit dem Fahrrad in den Ort fahren und bis zum Meer sind es nur wenige Meter zu Fuß. Es gibt auch eine Dusche und ein WC, das haben wir aber nicht benutzt und auch die Fähr- und die Entsorgung ist einfach. Man gewöhnt sich an allem, ne? An allem, was berät ich denn eigentlich? Also es ist halt ein Wohnmobilstellplatz, einer der wenigen, 18,90 Euro, glaube ich, umgerechnet ungefähr. Der ist total nett, man hat Strom, man hat alles, was man braucht. Die Stadt ist nicht weit, das Meer ist nicht weit. Aber wir stehen auch auf einem Ameisenhaufen. Und jetzt gehen wir mal runter. Vielleicht hat ja das Camp Stovic oder wie das? Stovini, wie heißt es? Stovic? Diese Aussprache ist für mich echt schwer. Doch noch ein Plätzchen. Ansonsten fahren wir weiter. So, dann zeigen wir euch jetzt mal hier das Meer und wie der Weg ist. Die Zufahrtsstraße hier ist es
etwas breiter, aber das ist schon eng. Also da muss man schon ein sicherer Fahrer sein, finde ich. Also Kastenwagen ist in Kroatien echt, oder ein kleineres Fahrzeug, echt super. Aber schon toll, ne? Schönes Plätzchen. Hier gehen wir gleich mal einen Kaffee trinken. Guck mal da, kannst du direkt da am Strand sitzen. Viele mit kleinen Kindern hier. Cool. Ja, Schatz, das ist dann gleich mein Platz zum Frühstücken. Hammer. Tja, wer hätte das gedacht? Also wunderschöner Platz. Also ich finde den richtig schön, aber alles belegt. So, auch in der Nebensaison muss man hier reservieren. Und da hier, guck mal, da wäre doch auch noch ein Platz, oder? Guck mal, Schatz, was ist denn mit dem hier? Passt man da noch rein? Damit ihr nicht wie wir vor diesem traumhaften Plätzen steht und es ist keiner frei, auch in der Nebensaison empfiehlt es sich, vorher anzurufen, da eine Online-Reservierung erstmal nicht möglich ist. Also ganz toller Platz, gefällt uns richtig gut, aber die vorderen Plätze muss man reservieren. Ja, und hier hinten seht ihr ja, ne, da passt wirklich nur ein Zelt oder sowas. Das Camp Slanica hat ungefähr 200 Stellplätze. Es gibt auch einige wenige Mobilheime und liegt unmittelbar gefühlt 10 Meter vom Wasser entfernt. Und schaut euch diese wunderschöne Natur an. Der Mix aus Bäumen, Wasser, es ist schon geil. Insbesondere die Plätze in der ersten Reihe sind einfach traumhaft. Man hat einen so wunderschönen Blick auf das Meer und auf das Kornati-Archipel, das ist wirklich einmalig. Allerdings darf man nicht vergessen, wenn es windig ist, und das kann ja schon mal mit der Bora oder Bura sehr sein, dann sind natürlich die vorderen Plätze sehr empfindlich. Insbesondere, wenn man weiter hinten am Campingplatz ist, haben wir festgestellt, war der Wind wesentlich stärker. Was uns bei unseren Reisen nach Kroatien immer auffällt, ist, dass dieses Land ein absolut hundefreundliches Land ist. Auf jedem Campingplatz oder Stellplatz haben wir immer eine separate Hundebucht gesehen und auch teilweise Hundeduschen etc. Also nicht nur ein Paradies für uns Camper. Echt Wahnsinn. Da kein Plätzchen frei war, haben wir uns entschlossen, weiterzufahren. Und zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass es viele Plätze später sein wird, bis wir ankommen. Es ist richtig, richtig heiß und wir werden jetzt weiterfahren. Wir haben uns ja eben den Platz angeguckt. Wirklich total schön, aber ja, also größer als unser Wagen möchte ich gar nicht mehr werden. Höchstens noch vielleicht 50 cm, weil das gestaltet sich dann schon bei diesen super schönen Plätzen etwas schwierig. Auf jeden Fall werden wir jetzt nicht sehr weit fahren. Das ist ein Tipp, den ich... Und wie heißt es doch so schön, wenn der Weg schön ist, lass uns nicht fragen, wohin er führt. Und unter diesem Motto hat es uns zu einem Platz geführt, den wir eigentlich überhaupt nicht auf unserer Liste hatten. Wow, das ist ja mal cool. Haben sie richtig schön gemacht. Guck mal. Na, habt ihr den Platz erkannt? Also, ich gebe euch mal ein paar Tipps. Wir waren schon mal vor 2 Jahren hier und sind auf diesem Platz dann weitergefahren, weil wir den irgendwie mit diesem Mobilheim in der ersten Reihe nicht gut fanden. Vor allen Dingen hat er das ganze Jahr wohl geöffnet und es ist ein perfekter Platz für, ich sag mal, Sightseeing-Touren. Und auch Jörg wusste nicht mehr so wirklich, wo wir sind, weil wir schon so viele Plätze davor angefahren haben. Nein, das ist der falsche Plan. Ich denke schon, wieso finde ich uns hier nicht, ey? Scheiße. Wir haben so viele Plätze uns angeguckt und angefahren. Und wo wir sind und wie es dann mit der Reise weitergeht, das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Herz kann man auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Bom, 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 wie
Herzkammern auf, Bad News raus. Ba-ba-ba-ba-bom. Wir haben Liebe rein, glücklich sein. Wieso bist du so viel niedergeizig? Guck mal, bin ich ein Sitzriese? Ja, du bist jetzt Riese. Weil du wirkst immer so klein, wenn ich das aufnehme, dann sieht das immer so, ob du 10, guck mal, ob du 10 cm kleiner bist als ich. Und dann denke ich, wir sitzen doch jetzt auf dem gleichen Stuhl. Wenn ich aufnehme, sieht es umgekehrt aus. Dann mach du das doch mal, das würde ich gut finden, weil ich will nicht, dass du immer so klein bist. Guck mal, jetzt ist, musst du nur laufen lassen, weil wir haben die ganze Zeit laufen lassen. Oh nee. Also. Guck mal, wie klein du bist. Jetzt guck mal. Ja, bitte.